Tata, jo, da haben wir es schon wieder Freitag und ihr seid bei ABG Info on Air, eurer Podcast-Sendung aus dem Altenburger Land. Ja, liebe Fans und alle, die es noch werden wollen, heute wieder ganz frisch aus der Lautsprecherbox für euch, der Uni von abginfo.de. So, und jetzt nochmal ein Rückblick zu dem letzten Wochenende. War das nicht ein richtig geiles Wochenende? Der Skatstadt-Marathon und die Museumsnacht? Das waren die Highlights diesen Monats, also definitiv. Ja, und ich kann euch sagen, also ich war an dem Samstag fast rund um die Uhr unterwegs. Vormittags Skatstadt-Marathon, dann die ersten Bilder bearbeitet, dann mal kurz Familienaufenthalt und dann ging es ja abends auch schon los zur Museumsnacht. Ja, und für mich war es definitiv ein erfolgreicher Tag. Schon die Atmosphäre auf dem Markt hat mir sehr gefallen. Ja, und ich kann berichten, dass es übrigens einen Melderekord gab. 3.788 Meldungen und einen neuen Finisher-Rekord. Also es sind 3.305 Leute wieder im Ziel angekommen. Davon gab es sogar auch vier neue Streckenrekorde. Ja, wir haben bei ABG Info über 1.000 Fotos gemacht. Ist klar, dass wir da nicht alle zeigen können. Den Link zu der Galerie auf ABG Info habt ihr in den Shownotizen dann www.abg-info.de/show8. Ja, eine größere Galerie gibt es dann auf unserer Facebook-Fanseite. Den Link findet ihr dann auch dort. Ja, ich muss sagen, also ein Dankeschön gilt an den Veranstalter und vor allen Dingen auch an den Leuten, die geholfen haben. Ja, und wie gesagt, ich war selber unterwegs auf der Strecke. Wahnsinn. Also Hochachtung und ich freue mich auf nächstes Jahr wieder tolle Fotos machen zu dürfen. Ja, und hier eine kleine Info noch. Wer die Fotos in digitaler Vollauflösung haben möchte, kann sich gerne an uns wenden und ja, mit einem kleinen Betrag auf unser Spendenkonto kriegt ihr dann den Link zu den Fotos und könnt die dann auch benutzen, wie ihr wollt. Gut, kommen wir zum nächsten Thema für heute. Und zwar gibt es am Wochenende eine Weltpremiere. Ja, ihr habt richtig gehört. Eine Weltpremiere für einen Videoclip. Und zwar der neue von Dark Empire. Against the Storm Inside. Ja, kommt raus und ihr könnt ihn dann auf Facebook anschauen. Sicherlich auch auf YouTube. Also, ich kann nur sagen, Jungs, ich bin stolz auf euch. Und ich hatte euch ja damals begleitet bei dem Videodreh als Fotograf und muss sagen, danke für die Gelegenheit. War super. Nichtsdestotrotz kommt jetzt gleich unser Intro. Das ist natürlich von Trends in Dark, auch aus Altenburg, aber im Moment nicht aktiv. Ja, den kompletten Song vom Intro wird es vielleicht dieses Jahr mal geben. Irgendwann auch in der Show mal. Ja, lasst euch überraschen. Nun aber zu den aktuellen Infos und Berichten aus Altenburg und dem Altenburger Land. It's the summer highlight. So, und nun hier für euch die Meldung aus Altenburg. Ja, und vorher gibt es mal noch ein paar Straßenverkehrsnachrichten über Sperrungen und so weiter. Ja, wir hatten das letzte Mal schon berichtet über die Vollsperrung in der Marstallstraße und der Langengasse. Fangen wir an mit der Marstallstraße. Zur Erneuerung der Trinkwasserleitung ist es erforderlich, die Marstallstraße zwischen Keplerplatz und Kreisverkehr Herzog-Ernst-Platz für den Fahrzeugverkehr vollständig zu sperren. Die Bauarbeiten haben bereits am 13. Juni begonnen und dauern voraussichtlich bis zum 15. Juli diesen Jahres an. Zur Langengasse kommen wir jetzt und zwar ist die auch gesperrt bis Ende Juli. Hier nochmal kurz die Information dazu. Der weitere Baufortschritt auf der Großbaustelle der AWG zwischen Teichstraße und Langengasse erzwingt ab dieser Woche wieder die Vollsperrung der Langengasse. Betroffen ist der Abschnitt am Neubau, also zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Teichplan. Die Sperrung des Abschnitts hat auch bereits am 13. Juni begonnen und dauert voraussichtlich bis zum 30. Juli 2016. Der Grund für die Sperrung ist die Herstellung einer Stützwand und der Umfriedung des Grundstückes. So, kommen wir nun mal wieder zur Leipziger Straße. Da beginnt ein neuer Bauabschnitt. Ab morgen, den 18. Juni, beginnt in der Leipziger Straße der nächste Abschnitt der Bauarbeiten.
Wie bereits berichtet, wird dort ja eine Trinkwasserleitung verlegt. Vom Baufeld ist diesmal betroffen der Bereich der Leipziger Straße zwischen dem Netto-Markt bis zur Sonnenstraße. Der Verkehr wird wie im ersten Bauabschnitt wieder als Einbahnstraßenregelung im stadtauswärts fahrender Richtung gewährleistet. Da die Einbahnstraßenregelung über die Kreuzung Remsaer Straße hinwegführt, muss die Ein- und Ausfahrt Remsaer Straße, Leipziger Straße vollständig gesperrt werden. Dieser Verkehr wird über die Porphyrstraße umgeleitet. Ja, und gleichfalls zur Einbahnstraße wird die Kauerndorfer Allee ab Sonnenstraße in Richtung Leipziger Straße. Der stadteinwärts fahrende Verkehr wird über die Leipziger Straße, Sonnenstraße umgeleitet. Und die Arbeiten sollen noch bis voraussichtlich zum 27. August andauern. Die Fußgänger werden übrigens an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Ja, soweit zur Leipziger Straße. Und noch eine Verkehrsmeldung im Moment, und zwar findet auch am morgigen Samstag eine Veranstaltung vor dem Kino statt. Dies erfordert auch eine Sperrung, und zwar findet das Tuning-Event ABG gibt Gas statt. Aus diesem Grund wird an diesem Tag der Kinovorplatz und der Teichplan in Richtung Langgasse sowie der Parkplatz Teichvorstadt, also ehemaliges Weiße Ross, gesperrt. Die Sperrung dauern voraussichtlich von 8.30 Uhr bis 22.30 Uhr an. Nun gut, das war's erstmal zum Straßenverkehr. Ich wollte jetzt schon sagen zum Verkehr. Das wäre ja dann wieder zweideutig. Kommen wir mal zum Sonntag diese Woche. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen von der Stadt Altenburg beziehungsweise vom Residenzschloss. Und zwar wird zum Druckfest eingeladen. Wir von ABG Info konnten ja bereits am Donnerstag mal die Druckwerkstatt anschauen und auch schon mal sehen, wie das alles so funktioniert. Also es ist sehenswert, wir können es empfehlen. Besucht's einfach am Sonntag. Ja, ich denke mal, das wird ganz gut. Hier jetzt mal die Pressenachricht. Ja. Am Sonntag ist es soweit, die interaktive Kartenmacherwerkstatt im Residenzschloss öffnet. Das Beste daran, dort kann jeder selbstständig sein eigenes Kartenspiel herstellen, wahlweise mit traditioneller oder auch moderner Technik. Doch egal, ob mit 3D-Drucker oder Linolschnitt gearbeitet wird, das Ergebnis ist immer ein Unikat, made in Altenburg. Ja, hat doch was. Die offizielle Eröffnung der Erlebniswerkstatt samt Medienraum erfolgt am Sonntag ab 12 Uhr und es sind Jung und Alt zum Druckfest eingeladen. Ja, ganz nach dem Motto schauen, staunen, mitmachen, kreativ und produktiv sein. Ja, und von der zeitgemäßen Offerte dürften sich vor allem jene Besucher angesprochen fühlen, die beim Museumsbesuch selbst aktiv werden möchten und die auf ein authentisches Erlebnis aus sind. Das neue Angebot fügt sich selbstverständlich auch gut in das bestehende Konzept ein und stellt eine Ergänzung dar. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, am Sonntag ab 12 Uhr zum Druckfest in die Erlebnis-Druckwerkstatt. So, und ja, wie jedes Jahr haben wir von der Stadt Altenburg eine Information erhalten zum Denkmalpreis der Stadt Altenburg. Es wird wieder um Vorschläge erbeten. Ja, in diesem Jahr wird anlässlich des Tages des offenen Denkmals zum 19. Mal der nach Johann Georg Hellbrunn benannte Denkmalpreis der Stadt Altenburg vergeben. Damit sollen besondere Leistungen gewürdigt und das Anliegen von Denkmalschutz und Denkmalpflege dargestellt werden. Das Ziel der Vergabe des Denkmalpreises besteht darin, Bürger anzuregen, sich bei der Erhaltung, Pflege und Nutzung von Kulturdenkmalen zu engagieren. Die Preisvergabe kann gemäß der Vergaberichtlinie in folgenden Kategorien erfolgen. Und zwar vorbildliche Leistungen zur Erhaltung und Pflege eines Kulturdenkmals, vorbildliche Leistung bei einer Fassadeninstandsetzung, vorbildliche Leistung bei der Instandsetzung denkmalpflegerisch wertvoller Details und Bauteile, vorbildliche handwerkliche Einzelleistungen und vorbildliche Aktivitäten und Initiativen zur Rettung, Sicherung und Bewahrung eines Kulturdenkmals. Ja, vorschlagsberechtigt sind Eigentümer, Bauherren, Architekten, Handwerksbetriebe, Vereine, die Kreishandwerkschaft Altenburg sowie denkmalinteressierte Privatpersonen, die untere Denkmalschutzbehörde und der Denkmalbeirat der Stadt Altenburg.
Ja, und alle sind aufgerufen, sich auch in diesem Jahr mit Vorschlägen für die Preisverleihung zu beteiligen. Teilnahmeberechtigt sind alle Maßnahmen, die im Zeitraum vom 1. August 2015 bis zum 31. Juli 2016 abgeschlossen wurden bzw. abgeschlossen werden. Die Vorschläge sind bei der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Altenburg unter Beifügung erläuternder Unterlagen, zum Beispiel Begründung, Fotos, bis zum 1. August 2016 einzureichen. Ja, und die Organisatoren würden sich über eine Vielzahl von Vorschlägen für den Johann-Georg-Hellbrunn-Preis 2016 freuen. Ja, und auch dieses Wochenende ist wieder viel los. Der Altenburger Familienspiel- und Sporttag findet am 18.06. statt. Der Eintritt ist frei. Unter dem Motto Kinder stark machen kommt die Tour mit einem Erlebnisland nach Altenburg. Ja, und zwar am Samstag steigt dann auf dem Freigelände um die Altenburger Walter-Pesek-Halle in der Siegfried-Flack-Straße ein buntes Familienspiel- und Sportfest. Ja, tagsüber sind vor allem Kinder und Jugendliche mit den Familien eingeladen. Wie gesagt, der Eintritt ist frei und abends gibt's dann bei Schönwetter eine Disco. Hoffen wir doch mal, dass das Wetter ein bisschen besser wird. Und ja, lasst euch überraschen. Die Tour soll nach Aussagen der Veranstalter einmalig sein. Nähere Infos dazu gibt's dann unter der Pressemitteilung. Den Link dazu in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show. Acht. Und wir haben auch mal wieder was aus der Schlosskirche. Da gibt es am Wochenende wieder ein Konzert und da kommt ein Organist aus Hannover. Und zwar, die Reihe der internationalen Altenburger Sommerorgelkonzerte wird am Sonnabend, dem 18. Juni um 17 Uhr fortgesetzt. An diesem Tag gastiert an der Trostorgel Oliver Kluge aus Hannover. Der in Berlin geborene Künstler erhielt seine Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Hannover bei den Professoren Ulrich Bremsteller und Lajos Rowatkai bzw. auch Christopher Guack. Eintrittskarten zu dieser Veranstaltung zu 10 Euro bzw. ermäßigt 8 Euro gibt es einen Vorverkauf an der Museumskasse im Residenzschloss oder bei der Altenburger Tourismusinformation. Ja, und natürlich auch an der Abendkasse. Eine weitere Veranstaltung findet am 29. Juni statt. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber wir wollen euch ja schon mal vorab informieren. Und zwar geht es darum, den Verführungen des Internets zu widerstehen. Und da tut der Arbeitskreis Frauenperspektiven informieren. Könnte aber natürlich auch die Männer mal interessieren, weil die kaufen ja heutzutage auch online ein, ja. Und zwar Warenkorb anklicken, Kontodaten angeben und fertig. Ja, wie schön und schnell das Einkaufen im Internet funktioniert, wissen ja jetzt viele. Aber wie sicher sind die Bezahlverfahren im Internet? Was kann man selbst tun, um seine Daten zu schützen? Und wer weiß, wie man sein PC und sein Heimnetzwerk sichert? Der Arbeitskreis Frauenperspektiven möchte das Programm des Vortragsservice nutzen und fand diesen Text besonders interessant. Ja, und jeder von uns kennt ja die Verführung im Internet und weiß, wie leicht dort einkaufen sein kann und die Ware per Post nach Hause kommt. So, es wird zur Informationsveranstaltung eingeladen, die das Thema Online-Geschäfte aufgreift und Aussagen auch zu den anderen Rechten und Pflichten als im Geschäft vor Ort treffen kann. Am 29. Juni um 17 Uhr im Bürgerzentrum Nord, Otto-Dix-Straße 44 in Altenburg, findet der Vortrag statt. Als Referent der Sparkasse wird Thomas Weißenborn, Jurist und Betriebswirt aus Erfurt, beratend zur Seite stehen und Fragen beantworten. Ja, auch bei der Online-Agentur 24 könnt ihr Tipps und Infos zum sicheren Surfen im Internet erhalten. So, ja, und die letzte Nachricht aus Altenburg betrifft die neue Galerie im Rathaus. Und zwar zeigen da die Klöppelmäuse ihr kreatives Können. In wenigen Tagen öffnet im Rathaus eine neue Ausstellung. Nach einigen Jahren zeigen die Klöppelmäuse, die bei den Thüringer Landfrauen organisiert sind, erneut Ergebnisse ihrer Arbeit in der Galerie. Bereits mehrfach haben sich die Frauen nach dem Erlernen der verschiedenen Spitzentechniken an das freie Klöppeln gewagt. So konnte man 2007 Märchenbilder im Residenzschloss Altenburg bewundern. Mit Hilfe des Papiermuseums Fockendorf klöppelten sie 2008 Spitzen im Papier und zum Jubiläum 500 Jahre Altenburger Spielkarten waren in der Rathausgalerie geklöppelte Wenzel und Joker zu sehen. In der am Donnerstag, 23. Juni, 17.30 Uhr beginnenden Ausstellung werden nun Altenburger Spitzen gezeigt. Verschiedene historische Gebäude lieferten dafür die Vorlage und ja, man kann gespannt sein,
wie jede der einzelnen Frauen dies mit ihrer Klöppeltechnik umgesetzt hat. Die musikalische Umrahmung der Vernissage übernimmt mit seinem Akkordeon Peter Siegel von der Johann Ludwig Krebs Musikschule Altenburg. Besucher können die Ausstellung übrigens zu den bekannten Öffnungszeiten des Rathauses bis zum 23. September 2016 besichtigen. Ja, heute gab es wieder für euch eine geballte Ladung an Informationen aus Altenburg. Alle Links zu den Informationen und Pressemeldungen findet ihr wie gehabt in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show8. So, nach den Altenburger Nachrichten kommen wir nun doch mal zum Altenburger Land. Was haben wir denn da? Ja, aus dem Landratsamt kommt folgende Meldung. Es gibt einen neuen Sitz des Fachdienstes Sozialhilfe. Der Fachdienst Sozialhilfe des Landratsamtes Altenburger Land ist umgezogen. Ab dem 21. Juni sind die Mitarbeiter des Fachdienstes in Altenburg, Lindenaustraße 31, im Vorderhaus erreichbar. Die bekannten Telefonnummern der Mitarbeiter bleiben bestehen. Es wird um freundliche Beachtung gebeten. Ja, und es ist wieder soweit für einen Erholungsurlaub von 20 Kindern aus Belarus. Zum 10. Mal organisiert die Stiftung Magdalenenstift gemeinsam mit der ehrenamtlichen Initiativgruppe um Frau Gabi Körmse einen Erholungsurlaub für 20 Kinder aus Belarus. Vom 16.06. bis zum 30.06. erleben 10 Mädchen und 10 Jungen eine zweiwöchige Ferienzeit im Altenburger Land. Die kleinen Gäste sind zwischen 8 und 13 Jahre alt und werden von 4 Betreuerinnen aus Belarus begleitet. Die Kinder stammen aus Petrischki, Minsk und der durch die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vor 30 Jahren besonders betroffenen Region Hommel. Der Erholungsurlaub ist für die Kinder eine unvergessliche und hoffnungsstiftende Zeit. Die Kinder und Betreuerin sind im Vereinshaus der Altenburger Brauerei in den Räumen des Folklore-Ensembles liebevoll untergebracht. Die Kinder werden schöne Stunden im Freizeitbad Tatami in Schmölln sowie beim Besuch der Stadt Lucca und in der Kultzeche Z3 in Meuselwitz haben. Weitere Infos erhaltet ihr in der Pressemitteilung des Magdalenenstifts. Den Link dazu gibt's in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show8. Ja, und auch das Klinikum Altenburger Land lädt ein zum Tag der Gefäßgesundheit. Thrombose, eine oft unbemerkte Lebensgefahr. Am Sonnabend, dem 18.06., also morgen, laden die Ärzte der Klinik für Angiologie von 9 Uhr bis ca. 10.30 Uhr in den Hörsaal des Klinikums Altenburger Land ein. Es geht um das Risiko Thrombose. Nach der Einführung in das Thema durch den Chefarzt der Klinik, Dr. Helmut Uhlemann, erläutert zunächst die leitende Oberärztin Dr. Birgit Schwettlik, wie man Thrombose und Lungenembolie erkennen kann. Im Anschluss an die beiden Vorträge besteht dann die Möglichkeit, gemeinsam das Thema zu diskutieren und Fragen zu stellen. Und auch aus Schmölln haben wir diese Woche wieder eine interessante Nachricht. Und zwar wurde dort eine Gleichstellungsbeauftragte ernannt. In dieser Woche wurde in der Stadtverwaltung Schmölln der Staffelstab an eine neue Gleichstellungsbeauftragte übergeben. Bürgermeister Sven Schrade ernannte eine neue Gleichstellungsbeauftragte. Für die nächsten 4 Jahre übernimmt diese Funktion nun Christina Hedrich, angestellt bei der Stadtverwaltung als Leiterin des Schülerfreizeitzentrums Schmölln. Gleichzeitig bedankte sich der Bürgermeister bei Carmen Herbig, welche jahrelang die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten in der Stadtverwaltung wahrgenommen hat. Ja, und ein bisschen ungewohnt kommt jetzt auch das Intro für euch. Ja, wir hatten jetzt Haufen Informationen und um das alles ein bisschen aufzulockern, haben wir halt nochmal das Intro gespielt für euch. Wir kommen nun zum Sport. Ja, was gab's denn Sportliches in dieser Woche? Ja, und zwar gibt's Neues vom ZFC Meuselwitz. Staffeleinteilung der Regionalliga vom NOFV ist bekannt gegeben. In dieser Woche hatte der NOFV die Staffeleinteilung für die Regionalliga-Saison 2016-2017 bekannt gegeben. Neben dem ZFC Meuselwitz, der die Zulassung gänzlich ohne Auflagen oder Bedingungen erhalten hat, sind alle Vereine, die sich sportlich qualifiziert haben, auch zugelassen. Teilweise eben mit Bedingungen und Auflagen, die bis zum bestimmten Termin erfüllt sein müssen. Teilnehmer in der Saison 2016-2017 sind ZFC Meuselwitz,
FC Energie Cottbus, Absteiger aus der dritten Liga, Berliner AK 07, der FSV Wacker Nordhausen, BFC Dynamo, FC Oberlausitz-Neugersdorf, SV Babelsberg 03, der FC Carl Zeiss Jena, die TSG Neustrelitz, VfB Auerbach 1906, Hertha BSC 2, Rasenballsport Leipzig 2, FC Viktoria 89 Berlin, FSV Bodisa Bautzen, FC Schöneberg 95, FSV 63 Luckenwalde und FSV Union Fürstenwalde, Aufsteiger Oberliga Nord und der 1. FC Lokomotive Leipzig, Aufsteiger Oberliga Süd. Ebenfalls eine wunderbare sportliche Nachricht, konnten uns die Leichtathleten vom SV Lerchenberg-Altenburg e.V. zusenden. Und zwar heißt es dort, 4 Landesmeistertitel für Lerchenberger Leichtathleten. Eine kleine Mannschaft von 6 Leichtathleten des SV Lerchenberg-Altenburg e.V. nahm sehr erfolgreich an den Thüringer Landesmeisterschaften in Gotha teil. Insgesamt gewann die Lerchenberger 6 Medaillen, davon 4 goldene. Außerdem erzielten fast alle Teilnehmer persönliche Bestleistungen. Jeweils 2 Goldmedaillen erkämpften sich Lea Richter und Thorsten Richter. Lea gewann das Kugelstoßen mit 10,14 Meter und das Diskuswerfen mit 29,08 Metern. Thorsten siegte über 100 Meter in 12,62 Sekunden und über 200 Meter in 25,45 Sekunden. Sarah Enge wurde jeweils Dritte im Dreisprung mit 10 Metern und überraschend im Kugelstoßen mit 9,80 Meter. Sanni Semich lief ein beherztes Rennen über 2000 Meter und wurde mit 7 Minuten 35,76 gute Sechste. Plätze im Mittelfeld belegten Nick John bei seinen ersten Landesmeisterschaften im Dreisprung mit 10,26 Meter und 80 Meter Hürdenlauf in 13,84 Sekunden sowie verletzungsbedingt Leon Quaas im Weitsprung. Ja, und ganz frisch haben wir heute online gestellt eine weitere Meldung vom ZFC Meuselwitz. Da geht es um Neuzugänge, um Vertragsverlängerungen. Der ZFC Meuselwitz hat neu verpflichtet Dennis Ziefzek, Fabian Reitel von Jahn Regensburg, Yannick Meder von RB Leipzig 2 und auch Felix Müller verstärkt das Regionalliga-Team bis 2018. Des Weiteren gab es 3 Vertragsverlängerungen beim ZFC. In den letzten Wochen haben Stürmer Jakub Wiezek, Mittelfeldspieler Andy Trübenbach und Defensivspieler David Heider, Kam Al-Azawe, ihre ursprünglich auslaufenden Verträge beim ZFC Meuselwitz verlängert. Während der neue Vertrag von Andy Trübenbach über 2 Jahre mit einer Ausstiegsklausel läuft, wurden die Verträge der beiden anderen Spieler nur für das nächste Spieljahr geschlossen. Ja, und Informationen zu den einzelnen Spieler-Neuzugängen erhaltet ihr in der Pressemitteilung des ZFC Meuselwitz. Der Link dazu in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show8. Ja, nochmal der Aufruf an alle Vereine, schickt uns eure Spielberichte und aktuellen Informationen zu, denn wirklich nur so könnt ihr euren Bekanntheitsgrad erweitern und zeigen, dass es eurem Verein gibt und was ihr so treibt. Macht also auf eurem Verein aufmerksam, am besten ja bei abginfo.de. Mehr Informationen, wie gesagt, zum Sport erhaltet ihr bei abginfo unter der Rubrik Sport. Ja, und bevor wir nun zu den Veranstaltungstipps am Wochenende kommen, die Polizeimeldungen und wie immer für euch präsentiert von der Fahrschule Fahren Fetzt, eure Fahrschule aus dem Altenburger Land. Kommen wir mal zu dem Polizeibericht vom 11. bis 12. Ja, und da wurde ein Automat aufgebrochen und zwar in Langleuban Niederheim. Gegen 21.30 Uhr meldete der 34-jährige Mitteiler der Polizei, dass er soeben 3 Jugendliche festhält, die einen Kaugummiautomaten aufgeknackt haben. Als die Beamten in der Straße des 18. März eintrafen, bestätigte sich der Sachverhalt. Die 15- und 16-Jährigen brachen mit einem Hammer den Kaugummiautomaten auf und entwendeten ca. 300 Kaugummis. Die Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Polizeibericht vom 13.06. hatte folgende Meldungen. Einen Unfall mit 2 verletzten Personen in Gerstenberg. Am 13.06. gegen 5.08 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Windeschleuber und Gerstenberg zu einem Unfall zwischen 2 Pkw. Eine 46-jährige Pkw-Mercedes-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Gerstenberg und wollte nach links auf die B93 abbiegen. Ein ihr entgegenkommenden Lkw beachtete die Fahrerin zwar,
aber einen hinter dem LKW-fahrenden PKW Subaru mit einem 58-jährigen Fahrer übersah sie jedoch und es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Die Mercedes-Fahrerin wurde schwer verletzt und der Subaru-Fahrer leicht verletzt in das Klinikum Altenburger Land eingeliefert. Für die Unfallaufnahme und das Beseitigen von ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde die Straße halbseitig gesperrt. Und in Lucca wurde mal wieder ein Diebstahl aus einer Garage gemeldet. Im Zeitraum vom 19.05. bis 11.06. wurde aus einer Garage in der Clara-Zetkin-Straße unter anderem ein Fernseher, ein Moped und ein Moped-Anhänger entwendet. Der 29-jährige Geschädigte informiert die Polizei, dass er wisse, wo die entwendeten Sachen sind. Bei der Nachschau in der Wohnung eines 27-Jährigen konnte der Fernseher aufgefunden werden. Auch das Moped wurde dem Geschädigten wieder übergeben. Im Keller wurde zudem der Moped-Anhänger und ein Fahrrad aufgefunden, an dem Manipulationen vorgenommen wurden. Der 27-Jährige räumte die Tat ein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Und am 14.06. kam von der Polizei folgende Meldung rein. Ladendiebe in Altenburg geflüchtet. Am 11.06. um 17 Uhr betraten zwei ca. 30-jährige polnische Bürger den Verbrauchermarkt Aldi in der Offenburger Allee. Im Kassenbereich packte einer der Täter Zigarettenschachteln ein, während der andere Täter die Tathandlung mit einer Zeitung verdeckte. Als sie darauf angesprochen wurden, rannten beide aus dem Markt und flüchteten in unbekannte Richtung. Entwendet wurden mehrere Schachteln Zigaretten, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ja, und in Bärwalde muss jemand wahrscheinlich Hunger gehabt haben, und zwar wurden da eine Ziege und ein Lamm aus einem Stall gestohlen. In Bärwalde wurden aus einem Stall eine Ziege und ein Lamm gestohlen. Die unbekannten Täter rissen drei Zaunslatten von der Umzäunung ab und gelangten so auf das Grundstück. Aus dem Stall klauten sie dann eine 11 Jahre alte handzahme Ziege und ein 3 Monate altes Lamm. Die Täter müssen die Ziege aus dem Stall getragen haben, da sie von allein nicht vom Grundstück gehen würde. Auf welche Art und Weise die Tiere dann abtransportiert wurden, ist leider nicht bekannt. Glücklicherweise befanden sich zu dem Zeitpunkt keine weiteren Tiere im Stall. Eine Anzeige wurde aufgenommen und die Polizei erbittet Hinweise unter Telefonnummer 03447-4710. Und mir persönlich kam da so die Idee, wir haben ja gerade Ramadan-Fest, ne? Weiter geht's mit den Polizeinachrichten vom 15.06. In Meuselwitz wurde in eine Firma eingebrochen. Im Zeitraum vom 13. zum 14.06. brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Elektronikfirma in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Sie öffneten gewaltsam eine Metallabdeckung eines Kellerfensters. Anschließend wurde die Scheibe des Kellerfensters eingeschlagen und mit dem Fensterhebel das Kellerfenster geöffnet. Im Keller lagerten Metall- und Elektronikteile, welche durch die unbekannten Täter entwendet wurden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 03447-4710. Ja, und in Schmölln ist ein Einbruch in einer Gartenlaube zu vermelden. Im Zeitraum vom 7. bis 13.06. brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube auf dem oberen Wartenberg ein. Vermutlich durch Nachschließen gelangten die Täter in die Gartenlaube und entwendeten verschiedene Gartengeräte und Werkzeuge. Auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ja, und am 16.06. konnte die Polizei einen Unfall zwischen einem PKW und einem 12-jährigen Radfahrer melden. Und zwar in Ziegelheim. Zu einem Verkehrsunfall mit einem 12-jährigen Radfahrer kam es am Nachmittag gegen 15.50 Uhr in Ziegelheim im Altenburger Land. Der Junge fuhr von einer Wiese auf die August-Bebel-Straße auf, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 61-jähriger PKW-Mercedes-Fahrer befuhr die Straße in Richtung Ortsmitte und konnte dem Fahrradfahrer nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Jungen, der dabei leicht verletzt wurde. Zur weiteren Behandlung wurde er in das Krankenhaus Altenburg eingeliefert. Ja, und heute zum Freitag haben wir eine weitere Polizeimeldung bekommen, und zwar diesmal ein Unfall zwischen zwei Radfahrern in Münsa. Am gestrigen Tag gegen 13 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Remsa und Münsa im Altenburger Land zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern, die beide in Richtung Münsa fuhren. Circa 250 Meter vor der Ortslage Münsa fuhr der 66-jährige Radfahrer auf dem vor ihm fahrenden 80-jährigen Radfahrer auf. Beide kamen daraufhin zu Fall und verletzten sich. Zur weiteren Behandlung wurden beide Radfahrer in das Klinikum Altenburger Land eingeliefert. Ja, und das war's erstmal soweit von ausgewählten Polizeinachrichten der vergangenen Woche. Weitere Polizeimeldungen könnt ihr unter www.abg-info.de unter der Rubrik Aktuelle Polizeinews nachlesen.
It's the summer highlight. Puh, ja, jetzt muss ich mir erstmal einen Schluck Kaffee genehmigen. Ich habe so viel gequasselt in den letzten, sage ich mal, 30 Minuten. Kommen wir jetzt langsam mal zu den Veranstaltungen am Wochenende. So, ja, da haben wir heute die Veranstaltung It's All About Eskalieren in der Disco Sachs in Schmölln. Die krasse Party auf drei Dancefloors mit Facebook-Zusage beträgt der Eintritt bis 23 Uhr nur 3 Euro. Ja, es gibt einen Tech-Floor, da ist Minuprint da, Nocke Live, Sabotage Baseline. Dann gibt es einen House Electro Black Music Floor, da ist der Pip. Ja, Pip, falls du das mal hörst, schöne Grüße vom Uni. Ja, und dann gibt es einen All You Can Dance Floor mit dem Sachs DJ Team. Ja, wie bereits berichtet am Beginn, morgen ist die Videoclip-Premiere von Dark Empire Against the Storm Inside. Ja, ich bin gespannt und ich hoffe, ihr schaut es euch auch an. Ich habe auch mal in den Shownotizen den Link zur aktuellen CD. Ja, morgen findet auch im Déjà-vu in Altenburg Südost die Karaoke- und Doppeldecker-Party statt. Mehr Infos auf unserer Seite. Ebenfalls morgen auch der Altenburger Familienspiel- und Sporttag. Wie gesagt, hatten wir vor uns auch schon. Der Eintritt ist frei. Informationen dazu ebenfalls auf unserer Webseite. Ja, und für euch dann morgen noch im Klinikum Altenburger Land. Thrombose, eine oft unbemerkte Lebensgefahr. Und in der Schlosskirche spielt ein Organist aus Hannover an der Trostorgel. Ja, und für nächste Woche kann ich euch schon mal eine Veranstaltung ans Herz legen, und zwar am Mittwoch, den 22.06. in Cosma ab 19 Uhr. Ja, da gibt es einen Vortragsabend des Bürgerforum Altenburger Land in Zusammenarbeit mit dem Kompaktmagazin. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Und es geht um das Thema Freiheit für Deutschland. Als Referenten sprechen an diesem Abend der Generalmajor AD Gerd Schulze-Ronow, ein Buchautor, und zwar von dem interessanten Buch Der Krieg, der viele Väter hatte. Das werden wir auch für euch verlinken. Ebenfalls spricht der Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin und der Andreas Siegmüller vom Bürgerforum Altenburger Land. Es wird sicherlich wieder eine sehr, sehr interessante Veranstaltung in Cosma. Soweit dazu. Kommen wir kurz zu unserem Polizeiberichtspartner der Fahrschule Fahrenfetzt. Und die nächsten Ferienlehrgänge finden vom 25.06. bis 2.07. und vom 30.07. bis 6.08. statt. Also ihr könnt euch da noch anmelden. Ja, Informationen dazu auch auf unserer Webseite. Und unter den Shownotizen, der Link ist wie folgt: www.abg-info.de/show8. Ja, und nochmal ein Hinweis, wenn ihr Fotos sehen wollt vom Skatstadtmarathon und der Museumsnacht, ebenfalls auf unserer Seite bzw. bei Facebook. Vielen Dank fürs Hören. Draußen wird es schon wieder dunkel. Wir haben es jetzt gerade 16:30 Uhr. Oh, ich bin besser als vorige Woche mit aufnehmen. Ja, ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, euch gefällt die Sendung. Lasst doch mal Feedback da oder sagt es mir persönlich. Was können wir hier noch einbauen? Was wäre interessant für euch? Vielen Dank und euch ein schönes Wochenende. Euer Uni. It's the summer highlight.